Okay, nochmal kurz bevor das Video anfängt. Falls ihr das Video guckt und danach absolut keine Ahnung habt, worum es eigentlich geht, dann sucht einfach mal nach T-Diagramm und Bootstrap. Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was ein T-Diagramm oder ein Tombstone-Diagramm ist. Das ist dieses Ding hier auf der linken Seite. Das, was wir auf der rechten Seite sehen, das werde ich dann nachher noch im Video erklären, wie man das hier zu lesen hat und auch noch ein paar andere Beispiele bringen. Kurz vorweg, es geht hier um einen Compiler, der von C++ in C umwandelt, und zwar mit der Maschinensprache. Das nur ganz schnell vorneweg. Aber jetzt wollen wir uns erstmal hier davon lösen, von diesem T, und fangen mal auf einer anderen Seite an. Wir reden ja hier über einen Compiler. Ich finde, einen Compiler kann man sich vorstellen wie so eine Art Trichtermaschine hier. So, das ist unser Compiler. Was macht der? Der kriegt irgendeinen Input, also zum Beispiel ein C++-Programm. Das stecken wir in den Compiler raus. Und der Compiler gibt uns dann in der Regel Maschinencode aus. So, wir machen das mal so. Das heißt konkret, wir haben hier irgendeinen C++-Code, zum Beispiel cout. Wer kein C++ kann, der kann sich ja denken, dass das irgendein Befehl ist. Dann, was macht der Compiler? Der macht daraus dann, wenn er jetzt Maschinencode baut, sowas hier. Das heißt ganz einfach, er bekommt irgendwelche Daten als Input und macht irgendwelche Daten, packt er wieder raus. In diesem Fall C++ Input und Maschinensprache Output. Und der Compiler selbst, der arbeitet ja auch auf einer bestimmten Sprache. Ich sage bewusst, er arbeitet auf einer bestimmten Sprache. Ich fange am besten mal so an. Der Compiler selbst ist ja auch ein Programm. Also wir versuchen ja hier aus C++-Code ein Programm zu erstellen, sage ich mal. Aber der Compiler selbst ist ja auch ein Programm. Das heißt, der Compiler selbst, wenn er jetzt zum Beispiel in Maschinensprache geschrieben wäre, dann ist er genauso ein Programm, der halt in Maschinensprache geschrieben ist. Und was steht hier drin? Was ist die Logik von dem hier? Der guckt, ah, guck mal, ist das cout? Wenn das cout ist, dann übersetze das hier in, weiß nicht, diese Bits. Diese Logik von hier nach hier, das ist ja auch einfach nur ein Programm. Das kann ja in Maschinensprache geschrieben sein. Das kann aber genauso gut, jetzt nicht verwirren lassen, kann auch in Python geschrieben sein. Ich kann ja auch ein Python-Programm haben, wo dann sowas steht wie, das war ein gutes F, ja. If, sowas hier in die Richtung. Kann ja in Python geschrieben sein. Das heißt, in einem Python-Skript steht drinne, wie die Sprache C++ in Maschinencode umgesetzt wird. Python selbst, also das würde ja dann so eine Art, weiß nicht, so ein Pyramidenformmäßig sein. Wir haben hier Python. Ich mache das hier nochmal kurz weg. Brauchen einen Platz. Hier haben wir unser, wir machen mal Skript. Unser Skript läuft ja im Python-Interpreter und dieser Python-Interpreter, der wird ja dann am Ende irgendwo auf Maschinensprache laufen. So, das heißt, der läuft zwar tatsächlich auf Maschinensprache, aber der Compiler, den ich hier selber geschrieben habe, mit der Logik, die Logik, die ich in dem Compiler geschrieben habe, die ist oben in diesem Skript drin. Die ist in Python eigentlich geschrieben. So, wir machen das Ganze nochmal neu. Was wir also jetzt hatten, wir tun C++ in unseren Compiler rein. Der pa Compiler selbst ist in Python geschrieben und nicht in Python und gibt uns am Ende Maschinensprache raus. Das ist ein ganz wichtiges Konzept, dass klar wird hier, dass ein Compiler in einer Sprache geschrieben ist. Der Compiler kann in Python geschrieben sein, er kann auch selbst in Maschinencode geschrieben sein. Das heißt, der Programmierer selbst hat den Maschinencode mit Einsen und Nullen eingetippt, kann auch in C++ selbst geschrieben sein, kann in jeder Sprache geschrieben sein. Dieser Teil hier. Und was macht dieser Teil hier, unser Programm, unser Skript, was auch immer, was wir geschrieben haben? Das bekommt irgendwelchen Code, wir machen es mal allgemeiner, bekommt irgendeinen Text, irgendeinen Input und gibt uns irgendeinen Output raus. Einen anderen Text sozusagen. Jetzt kommen wir zum Tombstone-Diagramm. Was wir dazu aber erst nochmal machen, ist, wir machen unser Python hier weg und schreiben es hier hin. So, wir müssen mal gerade aus dem Präsentationsmodus rausgehen, skalieren das ein bisschen. So, wir haben das jetzt, oder ich habe das jetzt mal gedreht. Was ist hier passiert? Wir haben uns ein großes T erstellt. In der Kleinform sieht das dann so aus. Hier haben wir C++, hier haben wir Maschinencode, wird auch in den ganzen Büchern und allen möglichen meistens mit M abgekürzt und Py für Python. Das heißt, wir bekommen C++ als Input, Maschinencode als Output und Python ist die Sprache, in der unser Compiler geschrieben ist.